Kurz vor ihrem 50. Geburtstag am 3. Dezember öffnet Katharina Witt ihr ganz privates Bildarchiv und gestattet ungewohnte Einblicke in ihr Leben. Ungeschminkt, verletzlich und sexy gibt sich die frühere Ice Queen in dem an diesem Montag erscheinenden Bildband So viel Leben. Die Zeilen zwischen den Bildern, die sie selbst verfasste, sind verblüffend offen. Da steht zum Beispiel: Manchmal verdamme ich diese gnadenlose Disziplin und Perfektion, mit der wir Leistungssportler erzogen sind. Es kann ein Fluch sein, wenn man nicht irgendwann lernt, loszulassen. Und Kathi Witt erzählt, wie sie mit 23 Jahren für Filmaufnahmen der Carmen on Ice in Sevilla auf der Bühne stand, als die Mauer in ihre Heimat fiel. Am liebsten wäre sie im November 1989 sofort heimgeflogen, erzählt die Wahl-Berlinerin. Inzwischen ist es etwas ruhiger um die große deutsche Eiskunstläuferin geworden. Auftritte in Shows und Galas sucht sie genau aus. Mehr und mehr genieße sie die kleinen, ungeschminkten Momente ohne Trubel und roten Teppich, schreibt Witt. Und zu meinem Glück bin ich endlich bei mir angekommen.